Hallo, schön, dass ihr euch das Video hier anseht. Ich mache heute ein kurzes Update zum Europalettenhochbeet und zum Garten im Allgemeinen. Es ist der 8. April und wie ihr seht, anderes Gesicht, ich bin Carsten. Und das Video ist ungeschnitten und ohne Effekte, nicht so in gewohnter Qualität, wie ihr es von Heiko kennt. Heiko macht immer noch gute Videos, das seht ihr auf seinem YouTube-Kanal Der Aussteiger. Also gerne mal reingucken, da gibt es immer wieder was Neues. Der März war ja sehr stürmisch, windig, regnerisch und auch im persönlichen Leben hat sich da einiges getan, einiges gestürmt und durcheinander gewirbelt. Es wurden nochmal alle Knöpfe gedrückt, wo es richtig wehtut, denn nur so kann ich das bessern und heilen und wieder aufwärts gehen. Und damit sind wir beim Thema. Auch im Garten geht es aufwärts und das zeige ich euch mal. Also wie gesagt, kurzer Rundgang, ungeschnitten, weil die Kapazitäten nicht da sind, aber schauen wir mal, was sich tut. Das Hochbeet. Seht ihr zwei Glasscheiben, alte Scheiben vom Schreiner, die ich bekommen habe. Es gab ja auch den Punkt, dass das Holz von den Europaletten relativ schnell faulen wird. Das ist auch richtig, das ist auch einkalkuliert, denn diese Paletten haben ja zwei Schichten und die Idee ist, wenn die innerste wegfault, weil mit der Erde in Verbindung, hält die zweite noch ein paar Jahre. Aber wir werden sehen, was passiert. Im schlimmsten Fall fault das ganze Holz weg und es bleibt ein Hügelbeet übrig. Andererseits würden diese Paletten auf Müll wandern, irgendwo rumgammeln oder verbrannt werden. Und so haben sie doch wenigstens noch einen Nutzen. Hier in diesem Hügelbeet, unter dem Glaskasten als Frühbeet, wächst Pflücksalat, den habe ich hier ausgesät, vor 14 Tagen. Auch die Radieschen, auch so 3 Wochen alt, wachsen so langsam, werden was, schmecken auch den Schnecken sehr gut, was sehr erfreulich ist für die Schnecken. Und das milde Wetter heute habe ich mal genutzt, um alles, was ich drinnen vorziehe, einige Pflanzen mal rauszusetzen. Also hier sind Paprika, Tomaten, Mangold, Petersilie, Schnittlauch, Kürbis. Wird also seit einigen Wochen drin vorgezogen und kommt raus bei Gelegenheit. Hier setze ich gerade in das Dreieckshügelbeet Zwiebeln ein, Steckzwiebeln. In der mittleren Etage stecken kleine Töpfchen mit Sonnenblumen. Und obendrauf ist geplant, da werden dann die Kürbisse eventuell runterwachsen. Vielleicht irgendwie noch Kresse. Obendrauf ist auch mal 2 Töpfe mit Radieschen. Das Beet hier, da steckt ein bisschen Knoblauch drin. Da kommt später dann der Mangold rein. Gucken wir mal, auch hier die Töpfe. Alles noch für Paprika, Mangold, was so wächst. Die Weiden blühen, kommen so langsam. So langsam wird alles grün. Nach dem langen, kalten Winter geht es aufwärts. Wie auch bei uns im Leben wird sich da also noch einiges tun. Dort oben seht ihr ein Projekt, was aus diesem Buch ist. Naturbauten, Konstantin Kirsch, lebende Gehölze. Das ist eine Idee. Dort habe ich die Haselnusssträucher. Werde ich im Bogen mit dem anderen Haselnussstamm verbinden, sodass dort eine schattige Laube entsteht, wenn es bewachsen ist und noch ein bisschen wächst. Und in die Beete kommen die Tomaten. Diesmal mit Dach wegen dem Regen. Die Schieferwand dahinter gibt Wärme ab. Das hat letztes Jahr sehr gut funktioniert, nur leider war es dann so nass, dass die Tomaten verfault sind. Also dieses Jahr mit Dach. Töpfen tut sich auch noch nicht so viel. Erdbeeren, Walderdbeeren. Wird alles so langsam. Hier erste Blüten. Pfefferminze rührt sich, ist aber noch sehr klein.
Es kommt alles. In 14 Tagen sieht das ganz anders aus. Gut, und hier noch ein Projekt, die ganze Strauchschnitt. Ich habe einen Haufen geschmissen und werde jetzt mit Erde bedecken. Auch das wird nochmal ein Hügelbeet. Oder noch mehr Mangoldpflanzen habe ich genug wachsen können. Ich habe hier sehr steinigen Boden unten drunter. Die Erdschicht ist sehr dünn. Daher alle Möglichkeiten genutzt, um hier Erde aufzuschütten, hier Altreifen. Auch Erdbeeren, Pfefferminze oder hier der Salbei. Kohlrabi ist für dieses Beet geplant. Salat dazwischen. Und hier die Sträucher, Beerensträucher, die Laube bewachsen sollen. Ja, die kommen so langsam. Es wird. Gut, freuen wir uns auf das, was kommt. Es geht aufwärts, es kann wieder besser werden. Der Frühling kommt, der Sommer wird auch schön. Alles Gute. Danke fürs Gucken.